Eine Freundin von mir erzählte mir gerade, wie es ihr mit ihren Masern erging. Uta ist heute 53 Jahre alt und wurde in der DDR nach unserem damaligen Impfschema geimpft. Der Impfstoff galt zu dieser Zeit vorerst als lebenslang wirksam, stellte sich aber als nicht ausreichend heraus. Deshalb wurde nach 5 Jahren eine Zweitimpfung eingeführt. Uta hatte diese Zweitimpfung nicht erhalten und als sie an dem Weltjugendfestival in Berlin im Alter von 20 Jahren teilnahm, infizierte sie sich in der Öffentlichkeit der Massenveranstaltung an Masern. Das war auch kein Wunder, weil hier kamen Jugendliche aus aller Welt zusammen, ohne vorher medizinisch untersucht worden zu sein. Da in diesem Zusammenhang mehrere Masernfälle auftraten, führten wir in der DDR sofort Riegelungsimpfungen bei allen Teilnehmern dieser Veranstaltung durch. Damit konnte eine Epidemie verhindert werden. Uta rutschte bei dieser Riegelungsimpfung durch, da sie keine Teilnehmerin der Veranstaltung war und erkrankte lebensgefährlich. Sie schätzt jetzt ein, dass ihre Erstimpfung mehr als 10 Jahre zurücklag und dass deshalb kein Schutz mehr durch die Erstimpfung vorhanden war. Sie hätte sich gewünscht, diese Riegelungsimpfung mitgemacht zu haben. Mein Name ist Dr. Käthe Niederkirchner und ich bin seit 45 Jahren Kinder- und Jugendärztin und betreue in einer sozialpsychiatrischen Praxis in Berlin besonders Kinder mit ADHS. Zu DDR-Zeiten war ich 8 Jahre Fachexpertin in der Prüfungskommission für Impfkomplikationen. Jedes Problem, das im Zusammenhang mit Impfungen stand, ging in meinem Bezirk auch über meinen Tisch. Wir prüften aufs Genaueste die Zusammenhänge, um vor allen Dingen Ursachen zu klären, Beratungen der Ärzte durchzuführen und Hinweise für die zentrale Impfkommission zu geben. Ich konnte also über viele Jahre Erfahrung mit Impfungen über den Rahmen meiner ärztlichen Praxis hinaus sammeln. Dabei beobachtete ich, wie unterschiedlich in der ärztlichen Praxis mit Impfungen umgegangen wird. Der Hauptgrund für Impfkomplikationen war, und ich denke, ist er auch heute noch oft im Nachhinein festgestellt, dass Kinder geimpft wurden und werden, die nicht hundertprozentig gesund sind und so oftmals der doppelten Belastung durch Krankheit und Impfung ausgesetzt sind. Damit wird die Möglichkeit, wirklich krank zu werden, um ein Vielfaches erhöht. Die Frage stellt sich deshalb, ist eine Impfung das schädigende Substrat oder nicht viel eher eine nicht ausreichende Sorgfalt bei der Impfentscheidung? Meinen Patienten sage ich daher immer, wenn sie in den Schweizer Bergen wohnen würden, brauchten sie keine Impfung, weil von Kühen, Schafen und Hühnern in ländlicher Umgebung mit frischer Luft und viel Bewegungsfreiheit und wenig Menschen überfüllten Räumen, wie sie in einer Großstadt zu finden sind, ist die Ansteckungsgefahr so gut wie null. Aber hier bei uns in Berlin, mit dem immer größer werdenden Anteil von Kindern, die nicht ausreichend ärztlich versorgt sind und trotzdem Schulen, Kindereinrichtungen, Spielplätze und alle öffentlichen Einrichtungen benutzen, ist Ansteckungsgefahr mit allen Kinderkrankheiten und sonstigen Krankheiten sehr, sehr hoch. Ich würde meine Enkelkinder nicht ohne einen Schutz hier in Berlin aus dem Haus lassen.
Ja, es stimmt. Impfungen und bestimmte Impfbestandteile haben auch Nebenwirkungen und negative Wirkungen auf den Körper. Das sollte nicht unterschätzt werden. Allerdings habe ich in meiner langjährigen ärztlichen Tätigkeit drei Masernepidemien miterlebt. Und das Schlimmste für mich war, in drei Fällen bei ungeimpften Kindern schwerste Komplikationen bei den Masernerkrankungen miterleben zu müssen. Dabei völlig hilflos als Arzt gewesen zu sein und unfähig, diese Komplikationen verhindern zu können. Eines der Kinder mit Masernenzephalitis krampfte in meinen Armen. Dieses Gefühl wünsche ich niemandem, das ich in diesem Moment hatte. Zugleich konnte ich immer wieder beobachten, dass die meisten trotz Impfung erkrankten Kinder nur leicht ohne schwere Komplikationen die Masern überstanden. Das sind meine in 35 Jahren gemachten Beobachtungen. Und nun steht die Frage, impfen oder nicht impfen? Diese Entscheidung kann ich keinem Elternteil abnehmen. Es ist wichtig, alles, was möglich ist, zu bedenken und auch in jedem Fall nach Alternativen und weiteren Möglichkeiten zu suchen. Natürlich gibt es in meiner Praxis keine Impfpflicht. Ich habe einen großen Teil Patienten, die jegliche Impfung ablehnen. Allerdings übernehmen diese auch durch Veränderung ihrer Umstände, ihrer Ernährung und mentalen Bedingungen die volle Verantwortung für ihr Leben und das ihrer Kinder. Ich empfehle allen nach einer Impfung eine Entgiftung und Desensibilisierung jeglicher Impfung durchzuführen. Ermöglicht dies doch eine bessere Verarbeitung von Impfungen. Und damit wird für eine wesentlich bessere Immunität gesorgt, ohne Komplikationen.